So einen Wagen zu machen, ist natürlich schon mal von vornherein ein großes Risiko. Wagen ist ja mit vielem behaftet, auch politisch, in jeder Weise. Also wo man es erstmal alles so weghauen muss. Dass man versucht, mit einer gewissen Naivität dranzugehen und das Ganze einfach als ein Märchen zu betrachten. Dass man wirklich eine offene Geschichte hat, die viele Assoziationen zulässt. Also dass man nicht durch irgendeine Interpretation verengt, was Wagner natürlich dazu verführt, dass man sowas macht, dass man versucht, ihn zu aktualisieren oder so. Aber aktualisieren ist nicht meine Stärke. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Also das ist schon so ein Monster, was einen pausenlos beschäftigt. Ja. Ist schon ein bisschen Horror drin. Ja. Da ist ein Mann, ein lebender Toter, der fliegende Holländer, der immer 7 Jahre um die Welt segeln muss, der ist verflucht, dass er erst sterben kann, wenn er eine Frau findet, die ihm die Treue hält. Ganz simpel zusammengefasst. Aber dahinter verbirgt sich eine ganze Menge anderer Geschichten. Und die will ich nicht alle verraten. Ja, ich arbeite immer lange dran, dass da noch Sachen beantwortet werden, weil ich ständig Fragen stelle.